Fischlift, Fischschliessen, Fischpass, Fischstegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man den Fisch helfen kann, die z.B. wegen einem Flusskraftwerk nicht weiterkommen auf ihrer Wanderung. In der Schweiz fehlen die Fischstegen an vielen Orten. Der Bund verlangt von den Kraftwerken, den Fisch zu helfen, aber es ist aufwendig. Und noch das grösste Problem ist für die Fische der Abstieg. Das zeigt Thomas Pressmann. Hier kommt kein Fisch durch. 8,5 Meter hoch ist es wert. Das Kraftwerk Bannwil im Oberaargau verspätet die Wanderung der Fische seit Jahrzehnten. Darum baut das Energieunternehmen BKW eine neue Fischstege. Seit ein paar Monaten ist hier eine grosse Baustelle. Bis 2025 soll die Stege fertig sein. Gegen 17 Millionen Franken kostet sie. Die Fische können natürlich nicht extreme Höhenunterschiede überwinden. Oder? Darum haben wir so definierte Becken, die wir bauen. Das sind, zum Teil ist das, so Betonelemente, die man einbaut. Und zum Teil gibt es natürlich ein natürliches Gring. Also wir können nicht irgendeine Schwelle machen von einer halben, Meter Höhe. Dann kommen die schwimmschwachen Fische kommen nicht mehr hoch. Beim Kraftwerk gibt es schon eine alte Fischstege. Die wird durch eine neue, grössere ersetzt. Die Fische können an zwei Orten in den Kanal hineinschwimmen. So geht es um das Kraftwerk mit den gefährlichen Turbinen drumherum, den Fluss zu rauf. In einem Becken werden die Fische gezählt. 60 verschiedene Fischarten sollen von dieser neuen Passage profitieren. Irgendwann ist dann vielleicht auch der Lachs, wenn er zurück in die Schweiz wandert. Dass es diese Passage gibt, verlangt das Gesetz vom Bund. Es geht aber lang. Gut 60 Kraftwerke müssen im Kanton Bern bis 2030 saniert werden. Bis jetzt haben das die Betreiber nur bei 10 gemacht. Bei den allermeisten sind es einfach erst kleine Anlagen. Die grösseren kommen noch. Umweltschützer geht es zu lang. Und es stört sie, dass das Kraftwerk sich um den Aufstieg der Fische kümmern, aber für den Abstieg kaum etwas gemacht wird. Wir müssen vorwärts machen, weil es unseren Fisch jetzt schon nicht gut geht. Und wir können es uns nicht leisten, dass wir noch mehr weitere Arten verlieren. Wir sind der Meinung, dass man jetzt mal gewisse Sachen ausprobieren sollte, wie man es auch in dem Forschungsprojekt macht. Aus unserer Sicht ist es nicht zielführend, wenn man jetzt noch 10, 15, 20 Jahre noch weiter forscht, bis zu der perfekten 100% Lösung. Bis dann haben wir unsere Fischarten verloren und dann ist ihnen auch nicht mehr Team. Die kritischen Stimmen sagen, oh, die sind einfach zu wenig mutig. Gerade wenn es um einen Abstieg geht, sollen wir einfach jetzt mal etwas ausprobieren. Sind sie zu wenig mutig? Wir sind nicht zu wenig mutig. Also, man muss ja bedenken, das sind öffentliche Gelder. Also, das ist nicht BKW, der hier den Fischpass zahlt. Das ist jeder Stromzahler, der mit seinen Abgaben einen kleinen Teil beiträgt. Also, wir können jetzt nicht mit den Steuergeldern irgendwie etwas bauen, das nicht funktioniert, wo man nachher beim Monitoring merkt, es geht nicht. Eine spezielle Fischpassage ist beim Stauwehr vom Wohlensee bei Bern. Es ist eine der wenigen grossen, die schon fertig ist. Hier fährt der Lift die Fische rauf, das ganze Jahr durch. Meistens auch halb Stunde. So kommen sie über die Staumauer zu Mühlenberg. Manchmal sind es mehrere hundert Fische pro Tag. Aber auch hier klappt es nur mit dem Aufstieg. Der Fischaufstieg hat man im Griff und darum kann man Fischliften bauen oder eben die ganzen Grimm. Beim Abstieg tappen alle Profis ein bisschen im Dunkeln und die absolute Top-Lösung hat man da noch nicht. Die Schneiderfische sind im Lift gelandet und auch gut oben angekommen. Zumindest auf einmal das. Dank Fischstegen können die Fische also wieder drauf im Fluss. Aber für das Abschwimmen gibt es, wie wir gerade gesehen haben, noch keine wirklich gute Lösung. Darum wird für die Fische geforscht. Und zwar in einer Versuchsanlage von der ETH. Kathrin Thommen hat das näher angeschaut. Ja, und gemacht werden die Tests mit Aal. Da sieht man sie gerade drinnen. Das sind übrigens Aal, die aus dem Rhein kommen. Und dort gehen sie dann auch wieder zurück. Die dürfen immer nur eine Woche gebraucht werden für die Tests. Und das auch noch unter sehr strengen Tierschutzvorschriften. Und Aal, das sind klassische Wanderfische. Die gehen den Fluss durch ab, damit sie Eier legen können im Meer. Vielleicht kann man ganz schnell unterbrechen. Robert Bös, Sie sind Institutsleiter. Wie groß ist denn das Problem jetzt, dass Fisch nicht den Bach durchabkommen? Der Fischschutz, das Fischabstiegswandern ist viel schwieriger zu realisieren als beim Fischaufstieg. Beim Aufstieg, wenn ein Fisch den Pass nicht findet, die Aufstiegshilfe, dann ist es nicht weiter schlimm, es passiert ihm nichts. Beim Abstieg folgen die Fische der Hauptströmung und gehen unweigerlich in der Regel durch die Turbinen. Und je nach Größe des Fisches, der Turbine, wie schnell sie dreht, ist das mit Verletzungen verbunden und vor allen Dingen für den Aal, weil er sehr lang ist. Weiß man denn, wie viele Fische so verletzt werden oder vielleicht sogar sterben pro Jahr? Das ist ziemlich unbekannt. Wir wissen nicht mal, wie viel wirklich wandern in den Flüssen, weder auf noch abwärts. Ist es so genau bekannt?
Aber bei Kleinkraftwerken hat man Lösungen, um die an den Turbinen vorbeizulenken. Bei großen Kraftwerken, an Aare und Rhein, das ist noch sehr viel Forschungsbedarf und sehr viel zu erkunden und zu entwickeln. Und das machen wir seit über 10 Jahren hier. Genau, da forschen Sie jetzt und wir können nachher weiterreden. Jetzt gehen wir nämlich zuerst mal schnell offen schauen, wo wir den eigentlichen Versuch sehen. Für das müssen wir jetzt aber hier die kleinen Stege drauf. Ich lasse jetzt mal die Kamera zuerst. Kommt hier hinten rein, da sieht man jetzt den Versuchskanal. Der ist etwa 30 Meter lang. Im Moment fließt das Wasser so mit einem halben Meter pro Sekunde. Und gemacht werden die Tests vom Kamal. Der Kamal ist Doktorand hier und er kommt aus Nepal. Da muss ich jetzt schnell auf Englisch wechseln. Kamal, can you explain me, how does those tests work? Let's go down so we can see them. So these are the obstructions which we create in the flow, so that they create the turbulence and vortices. We want to guide the fish while they are moving downstream of the river. Die haben eigentlich Hindernisse ins Wasser platziert, die dann nachher die Turbulenzen hinter dran kreieren, die den Fisch helfen sollen, dass sie eben nicht gerade in Turbinen hineingehen, sondern am Kraftwerk dann vorbei. And now we see the eels are not moving so much. How does it work? How is it going? Earlier we did test with salmon. That went pretty well. They were reacting well to these kind of elements. Now we are doing test with eels. Let's see what the result tells in next 4 to 5 weeks. Genau, er hat gesagt, dass sie schon Tests gemacht haben mit Lachs. Die haben sehr gut reagiert auf die Hindernisse. Und bei der Almin sie jetzt halt noch schauen, sind sie noch am Anfang vom Testen. I'll leave you to it, thank you. And you can stay here, maybe I can cross behind you. Sie haben jetzt verschiedene Hindernisse auch getestet in den letzten Wochen. Unterschiedliche Grösse, glaube ich auch. Wie muss man sich denn das jetzt vorstellen, wenn man das nachher nach außen transferiert? Würde man dann da jetzt auch so Stecken ins Wasser tun? Im Prinzip ja, das ist die Idee, dass wir solche Elemente, die Wirbel erzeugen, vor den Kraftwerken installieren. Dann ist die Wassertiefe größer, aber dass wir es auf die Flusssohle fest verankern und diese Wirbel dann die Fische leiten, an den Turbinen vorbei zu einem Abstiegskorridor, einem Bypass, wie wir das nennen. Jetzt kennt man ja so Korridore eigentlich von der Aufstieg. Wäre denn da die Idee, dass man die gleichen nutzen würde oder wieder extra nochmal andere Abstiege machen? Ja, es ist vielversprechender, wenn wir eigene Abstiege haben, weil da die auch hydraulischen Anforderungen etwas anders sind. Aber auch heute weiß man, dass die Aufstiegsanlagen schon für den Abstieg zum Teil genutzt werden. Nur findet der Fisch den Einstieg kaum. Deswegen ist hier die Idee, einen eigenen Bypass neben den Turbinen zum Beispiel oder neben dem Krafthaus anzuordnen. Danke schön vielmals. Und eben genau das ist die Idee, dass man mit diesen Hindernissen quasi den Fisch dann dort runterkriegt, wo er eben vom Hauptstrom weggeht. Damit wir hier gerade schnell schauen, dass wir aneinander vorbeikommen. Es ist sehr eng hier, damit er dann halt eben nicht ins Kraftwerk reingeht. Und was man jetzt hier eigentlich in einem Labor probiert, das wird man dann auch draussen machen. Bis in 2 Jahren will man dann draussen die ersten installieren. Und übrigens ist das nicht nur ein Schweizer Projekt, sondern eben auch ein internationales. Norwegen, Schweden, Dänemark und auch die USA sind dabei. Und wenn dann nachher das System von hier übernehmen.